nicht so funktioniert. Also in der Hinsicht, in dem Fall speziell nicht. Das bedeutet schon das, aber die Bedeutung selbst, also über die Worte hinaus, ist eigentlich für eine Beerdigung, wenn jemand verstorben ist. Weißer Bei. Ja, keine Ahnung. Ich dachte halt, das heißt jetzt nur irgendwo sich ausruhen gehen oder so. Genau, aber ja, das heißt ja auch sich ausruhen gehen, aber halt für immer. Genau, das ist die Bedeutung dahinter. Die Aktion gehen und das Entspannen. So, okay, ne, er ist von uns gegangen, jetzt kann er oder sie sich entspannen. Und wir haben das halt gedacht, dass es halt so halt auch funktioniert. Aber das. Die musste auf jeden Fall richtig lachen, die Lehrerin, ey. Nee, das wird schon in die gleiche Richtung gehen. Ach so, man hat schon in die gleiche Richtung gehend und nicht so wie in der Schule selber. Ah, wo das halt so bunt zusammengewürfelt ist. Danach sucht man sich das ja aus. Ja, man genau. Hat dann ja auch, sag mal, Interessensgemeinschaften im Prinzip. Ja, im Ende. Bei mir war es so, wo ich auf die Berufsschule gekommen bin, easy. Ja, war auch, also auch einfach auch anders, ne? Nee, man hat sich ja, man interessiert sich ja dafür. Man hat sich das ja auch aktiv ausgesucht, ne? Mhm. Und da war es dann halt auch, da musste ich auch nicht mehr lernen, großartig. Überhaupt nicht. Ja, da wenn war man ich halt stand, motiviert da, bei der Sache ist, das ist nochmal wie was anderes. Natürlich. Ja, ich stand nicht da, ich war dann halt ein Zweierkandidat. Ohne Lernen. Passt. Kein Problem. Du bist schon ein geiler Mager, mein Hamburg. Wenn ich mir überlege, wo ich hergekommen bin, dann in der Hinsicht ja. Von 3 minus eher 4 auf 2, das ist schon sportlich. Ach, schon ein geiler Mager auch. Da kann man sich mal, ja, wenn man sich mal, man kann das ins Lächerliche ziehen oder man kann einfach sagen, hey, guck mal, der kann auch ein bisschen stolz darauf sein, was er geschafft hat. Aber eher ins Lächerliche ziehen. Ja, man kann auch ein geiler Mager sein. Ist besser, ins Lächerliche zu ziehen. Ja, finde ich auch. Kann auch ein geiler Mager manchmal sein. Aber kann man auch ein geiler Mager sein. Ich habe mich auch ein bisschen geil gefühlt. Ja, das glaube ich auch dir. Vor allen Dingen, gerade wo ich das gesagt habe, habe ich auch ein bisschen sehr geil gefühlt. Genau, das meine ich nämlich. Ich weiß, dass du das meinst. Bist auch ein geiler Mager. Nicht so geil wie du. Nee, doch. Schon. Nee, das sagst du doch nur so. Mein Berufsschulabschluss bin ich tatsächlich auch ziemlich stolz. Kannst du auch sein. Ich verstehe Mokata. Man kann da doch auch drauf. Heutzutage wirst du geärgert, wenn du stolz bist. Nee, das doch. Ist doch alles okay. Wird man geärgert. Kriegt von der Seite so geiler Macker ins Ohr geredet. Wenn man halt einer ist. Fühlt sich nicht gut an. Siehst du? Wollte ich nur mal sagen. Aber ich komme darauf wieder zurück. Bist du schon? Das war jetzt das Zurückkommen auf das. Kubi, das sieht aber gut aus heute. Hä? Von gestern, erinnerst du dich? Nö. 1,0 Berufsschulteil, 93% IHK-Test. Nice. 100% der mündlichen. Da war ich damals stolz, die Bolle. Da kannst du auch jetzt noch stolz drauf sein, auf jeden Fall, Unikami. Bist schon ein geiler Mager. Ja, bist du auch schon ein geiler Mager. Noch ein bisschen geiler als Mock sogar. Ja, 3% geiler. Ich hatte mal in meiner mündlichen Prüfung 97. Ja, nice. Aber ich will einfach nur damit sagen, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, sobald einen wirklich etwas interessiert, in der allgemeinbildenden Schule hast du halt, du hast deine Fächer. Interessiert keinen. Ne? Das ist so Force-Feed. Sobald dein Basiswissen, klar, natürlich ist es halt auch wichtig, aber wenn du dich halt nicht für Mathematik interessierst, musst du viel mehr dafür tun, um es zu lernen. Natürlich. Man hat dann natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, wenn man motiviert ist und lernt dann natürlich entsprechend auch besser. Also Berufsschule ist ja keine Leistung, eher dann die praktische Prüfung. Wie kommst du denn darauf, Blob? Ist nur, Mauern ist immer besser als Wissenschaft zum Beispiel. Ist beides wichtig, ne? Also, wow, Unikami, mega nice. Ey, das ist krass. Genau, Hashtag, höflich bleiben. So reden wir hier nicht miteinander. Nee, aber ich will damit einfach nur sagen, das war halt krass, ne? Du solltest nicht Sorry Sabi sagen, du solltest Sorry Blob sagen, mein lieber Hashtag. Ich mache lieber 10 praktische Prüfungen wie eine schriftliche. Also die Sache ist die bei der praktischen Prüfung. Ich fand die praktische Prüfung finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut, weil in der praktischen Prüfung können dann nur mal Dinge schief gehen. Als Zerspannungsmechaniker, als Beispiel. Kannst ein schlechtes Werkzeug erwischen, das bricht dir dann. Dann haut es dir dein Werkstück kaputt, was eigentlich für die Prüfung ist. Und wird das nicht berücksichtigt? Nein.
Ja, da kannst du aber nur nichts für dann in dem Moment, oder? Ja, aber wird das bei einer normalen Arbeit berücksichtigt, ob dein Werkzeug kaputt gegangen ist, wenn das Bauteil schlecht ist? Ja, natürlich wird das dann berücksichtigt. Für den Kunden nicht. Wenn die Maschine kaputt ist. Ja, du schickst es aber auch nicht zum Kunden. Ja, zur aber Prüfung musst du es dann hinbringen. Trotzdem, auch wenn das Werkzeug schlecht war, das meine ich. Das Werkstück. Nee, aber es ist halt wirklich so, es wird beworben. Natürlich. Ja, meine ich, aber wird das nicht berücksichtigt, so irgendwie, dass du da, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann einfach der Gelackmeierte bist, weil du beschädigte Werkzeuge hattest. Nein, aber du kriegst natürlich einen ganzen Satz neue Werkzeuge, auch von der Firma und so weiter, gestellt. Mhm. Die Sache ist aber halt die, beziehungsweise wird dir auch gesagt, welche du bestellen sollst und so weiter, Hersteller. Aber du kannst halt trotzdem das Pech haben, dass du halt entweder die Maschine kaputt ist oder dein Werkzeug halt ein Montagswerkzeug ist. Mhm. Oder du dem Werkzeug vielleicht zu viel zumutest. Ja, aber das hat ja dann nichts mit deiner persönlichen praktischen Leistung zu tun. Deswegen dachte ich, dass das dann berücksichtigt wird, wenn sowas passiert. Nee. Okay. Noch krasser ist die Zwischenprüfung. Die zählt 40% zur Gesellenprüfung. In der Prüfung wird das berücksichtigt. Das meine ich nämlich. Dachte ich doch. Dass dann zumindest vielleicht irgendwie sowas wie eine Verschiebung bekommst oder irgendwie so einen Aufschub für das praktische Teil oder nein, so, was die du nachliefern Sache, kannst. Nein, du hast eine technische Zeichnung und am wichtigsten ist es am Ende, dass die Funktion gegeben ist. Alles andere sind zum Beispiel Maße, wenn die nicht ganz passen, du sie aber richtig misst. Sagen wir, das soll eine 40er Breite haben. Mhm. Und du misst und deine ist 39,9. Und du schreibst in deine Prüfung auch 39,9 hinein. Ja. Dann kriegst du Punkte dafür, weil du ja korrekt gemessen hast. Ja. Aber das Untermaß hat nichtsdestotrotz Einfluss, natürlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es. Oh, unsere Jungs sind wieder zurück. Perfekt. Ja, nur Hanson Shoki ist einfach er oder sie und ist trotzdem einfach ein geiler Magger. Das stimmt auch. War ein Magger nicht ein kastrierter Esel? Ich glaube ja, so wurde das genannt, ja. Schule kommt auch immer auf die Lehre an. Das stimmt auch, ja. Absolut. In der normalen Schule Deutsch Grundkurs 5 bis 6 gestanden und dann später Abi über den zweiten Bildungsweg Deutsch Leistungskurs mit 2. Meine Schreibfehler kommen hier halt, weil es mir egal ist. Ja, ist doch in Ordnung, TCP. Bei mir ist das in Prüfung ein Werkzeug kaputt gegangen. Dies war bei Elektropneumatik. Ich konnte die Aufgabe nicht beenden. Mir wurde das bewertet, was ich gemacht habe und habe fast mit 100% bestanden. Diese wurde doch berücksichtigt. Das ist Elektropneumatik. Das ist ein Riesenort. Das ist was anderes. Okay. Chromag, Mahlzeit, hallo. Ich will mit euch nicht diskutieren, Leute. Ganz einfach. Also ich maß. Ich glaube, wenn wirklich da so eine Katastrophe passiert, dann sagen die Prüfer nicht einfach, ja, ist klar, Pech gehabt. Wenn in der Firma keine Werkzeuge sind, hallo. Du sagen wir mal so, du kriegst 5 Rohlinge. Du hast 5 Versuche und du hast normalerweise sagen wir mal so, du hast für die Prüfung den ganzen Tag Zeit. Und du schaffst es eigentlich, wenn du weißt, was du tust, die Prüfung in 2,5 bis 3 Stunden zu beenden. Das heißt, wenn irgendwas in der Produktion schief geht, fängst du einfach wieder von vorne an. Ja, genau. Ne? Genau, das meine ich doch. Du hast doch mehr Chancen dann. Natürlich hast du Chancen, aber... Hörte sich an wie so ein All-In-Try, den man hat. Ansonsten ist Feierabend. Nein. Wenn du dann Pech hast, ist halt Pech. Nein. Ach so, ja gut, das kriegt man ja immer dann gegengeregelt, oder nicht? Also ich habe 3 gebraucht. Ja siehst du, guck mal, hättest du 5 haben können. Nee, ich sag mal so, es gibt halt verschiedene Sachen. Wie gesagt, korrekt gemessen, okay, Untermaß gibt ein bisschen Punktabzug. Ist die Funktion gegeben, das ist halt das Wichtigste. Funktioniert es so, wie es gedacht war? Das kannst du ja einen Würfel fräsen mit einem Loch in der Mitte und du musst so einen Stift drehen, wo der Loch reinpasst, der in das Loch reinpasst, ne? Dann kannst du trotzdem die Würfel von außen ja kleiner machen, als er eigentlich sollte von der Zeichnung. Das ist dann unter Maß. Ja. Ist nicht korrekt, ist aber alles funktioniert. Gut, worüber reden wir hier gerade? Ja. Das ist viel zu speziell. Nibbler, moin moin, hallo. Grüß dich, Nibbler, moin moin. Kommt natürlich auch, glaube ich, immer darauf an, was man überhaupt für einen Beruf ausübt. Genau. Was man dann, wie die Berufsschule selber damit einhergeht und alles, ne? Du hast einen Prüfungsausschuss, halt ganz normal. Ich tue mir halt mit solchen Sachen dann halt schwer, weil ich in der Hinsicht halt weiß, wovon ich halt rede. Ne? Ich habe eine Ausbildereignungsprüfung. Unsere Firma war im Prüfungsausschuss. Ja, Chromec, denen tut das halt immer leid, ne? Die merken das halt dann auch, ne? Fällt alles runter, ist kaputt. Oh, scheiße. Und 16 hat sich der Prüfer halt auch. Oh, Mann, ey. Wie schaut es eigentlich aus mit dem selbst eigens gebauten Beiwagen? Die Planung ist noch im Hinterkopf, DJ. Die Idee, sagen wir, Idee existiert. Den Wagen bauen wir aber nicht selber. Nee, können wir mal gucken, vielleicht, wenn wir da irgendwie so... Wieso? Mal kurz Kamera. Wieso? Also, sagen wir, wir rüsten den Wagen selber aus, aber wir bauen den aber nicht selber. Sind wir nicht sicher genug drin, handwerklich. Genau. Ey, bequemes Brot.
viel Erfolg und gute Besserung. Auf jeden Fall. Alles, alles Gute. Ja, Chromec, die Prüfer sind auch nur Menschen. Die verstehen das schon. Also ich sag mal so, da irgendwie durchzufallen, man muss wirklich extrem wenig Bock auf die Gesellenprüfung haben, um da überhaupt durchzufallen. Weil als Zerspannungsmechanik. Sehr wenig Bock. Eigentlich muss man sich dagegen wehren. Zu bestehen. KI-Kern schon, fertig gebaut, alles. Dachte aber, ihr wollt den Wagen zusammenzimmern. Ja, aber Sabi, sind wir mal ganz ehrlich, also so ein Beiwagen, der sich nachher im Straßenverkehr bewegt, ja, da den kaufen wir lieber, fertig. Ja, auch wenn das, wenn das cool wäre, das hier zu machen, trauen wir uns das selber aber nicht zu, so ein Ding vernünftig, verkehrssicher, komplett selber zu bauen. Was wir machen würden dann, wäre halt das Ding ausrüsten, ne, mit alles verkabeln, die Kameras platzieren. Genau, Batterie Akku, und solche Sachen. Genau, die ganzen Einbauten. Aber ansonsten, mal ganz ehrlich, Leute. Das ist also, wenn man sagt, baut euch doch mal dein Motorrad selber. Ja, baue ich aus dem Nichts ein Motorrad und fahre damit einfach im Straßenverkehr. Genau. Aufmotzen, so, anmalen, natürlich, da kommt Flammen an der Seite ran. So, gut, du kannst forschen, was du möchtest. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, nice. Du hast da freie Hand. Wird gebaut. Sensorcluster. Wird gebaut. Der kann da mal hier ran. Nohenz und Schuki, wir sagen, wir haben, glaube ich, 6,5 von 10 gegeben gestern. Wir haben es durchgespielt, die Story, und Mock hat so 3, 4, 5 Runden Multiplayer gespielt und macht schon Bock. Die ehrliche Antwort ist, kann man spielen, muss man aber nicht. Ist eher was für Fans. Genau, genau. Weil die, also erwartet da keine tiefe Story, genau, sondern das ist eher, ja, ne? Ganz coole Atmosphäre, cooles Star Wars Feeling, alles soweit. Also für mich ist es eher so ein 25-30 Euro Spiel. Eher da, ja, in die Richtung. Ne? Aber wenn dir das jetzt nicht wehtut. Mach Platz von so einem Roller mit Beiwagen. Mhm. Die sehen wir halt jeden Tag hier im Straßenverkehr, und das wird halt so als Ladefläche benutzt und sowas alles. Und damit wollen wir dann, also die Idee existiert, dass wir hier dann mal so eine Tour mit euch machen. Ja. So über 2-3 Tage erstmal. Genau, eine kleine Tour, wo wir uns ein bisschen die Route ausdenken und so weiter. Und dann fahren wir mit euch mal irgendwo hin und permanent wird alles gestreamt. Und genau, oder vielleicht sagen wir über 2 Tage einen Weg hin, dann eine Übernachtung und dann den Weg wieder zurück. So in der Art, einmal zum Testen. Und wenn das dann irgendwie klappt, dann können wir uns auch mal eine größere oder eine längere Route aussuchen. Genau, genau. Weil die Regenzeit geht zu Ende. Und das wäre schon nice, ne? Genau, und die Idee existiert einfach. Direkt mit dem Gamepad war es eigentlich ganz gut. Ja, das ging ganz gut. So direkt, ja. Das ist halt eher so, es ist ein Flugspiel, was du mit dem Gamepad spielst. So ist jedes Spiel. Ja, mach platt, ne? Aber auch immer Möglichkeit, ne? Mhm. Aber Moment, es steuert es mit dem Mund. Ah, okay, da können wir das können wir leider gar nicht bewerten, wie das dann funktioniert. Ach so. Stimmt. Nee, das können wir überhaupt nicht bewerten. Nee. Ansonsten ist schon ganz geil gemacht an sich. Ist schon ganz cool gemacht. Ich kenne ja auch die technischen Möglichkeiten gar nicht von diesen Adaptern oder genau, was man da hat. Genau, wie das überhaupt alles funktioniert. Aber steuerungstechnisch waren es vielleicht, also mit halt Richtungssteuerung, waren es vielleicht so 6 Tasten oder so. 6 bis 8 Tasten vielleicht. Das wird dann etwas knifflig fühlen. Ja, das kann sein, ja. Mhm. Hab schon gekauft, Zodiac. Muss also klappen. Dann viel Spaß, No Hands, No Shoki. Ganz viel Spaß. Okay, das Letzte, was gleich gebaut werden muss, ist der Reaktor. Und dann können wir los. Nee, dann müssen wir erst noch aufladen, ne? Ja, nee, da muss eigentlich noch ein... Eigentlich müssen wir dann noch irgendwie noch ein Triebwerk bauen. Schauen wir gleich mal. Ach, du steuerst das halt. Wirklich? Ach, No Hands, No Shoki, jetzt ergibt dein Nick auch Sinn. Mhm. Ach, Mensch. Wie, dachte der Beifang wird so ein Google Street Wagen mit 6 Cams in alle Richtungen. Nee. 6 nicht, aber 2 sind ja geplant. 2, so eine feste mit so Gesamtüberblick, wo man uns beide drauf sieht und auch nach vorne guckt. Und eine so eine Handkamera, so beweglich, dachten wir so, ne? Ja, oder vielleicht noch eine dritte, eine, die das so ein bisschen von außen zeigt. So. Mhm. Vielleicht noch eine nach hinten mit so kleinen wie so Rückspiegel bei euch dann. Da sind wir wieder. Das wäre schon eine coole Nummer, ne? Absolut coole Nummer. Aber das ist halt, ey Leute, das ist richtig Geld, ne? Ja. Wir müssen uns einen Roller plus Beiwagen kaufen. Ja, mach klar, sag schon, ARL-Tour ist ja auch schon lange überfällig, weil ja, das ist ja sehr interessant. Also ich sag mal so, der Roller plus Beiwagen, da sind wir auch bei, ja. Keine Ahnung. Ja, es kommt immer drauf den Roller an, ne? Das soll eure Sorge nicht sein. Wir wissen nur, momentan geht's halt nicht. Deswegen, aber ja, genau. Die Idee existiert. Genau.
Oh krass, das wusste ich halt gar nicht. Nie. Nee. Gut, war ja auch nie Thema. Wann redet man halt mal darüber, ne? Ist ja auch irrelevant hier im Internet, im Chat. Ja. Komplett irrelevant. Ich habe schon gekauft, so direkt muss klappen. Mhm. Ja, dachte ich. Aber wie gesagt, es war jetzt keine schlechte. Es war eine kurze Erfahrung, der Multiplayer hat Bock gemacht. Sobald du so das eigene Gefühl hast, dass du da gerade so einen anderen Spieler aus dem Raum nimmst, macht das schon Laune. Mach platt, jein, jein. Bei meinem ginge das schon, mach platt. Allerdings wird dadurch der Roller aber verheiratet damit. Ja, irreparabel beschädigt im Prinzip. Genau, richtig. Der wird da zusammen gemacht. Ja, Twitch-Money, ja. Ja, klar. Na klar, ist ja. Lass uns nicht das Thema wieder aufmachen. Ja, ein nicht versiegender Fluss, Hashtag, ne? Natürlich, wir haben unendlich Geld. So funktioniert das. Hast du Esel den Auftrag gegeben hier? Zum Jagen, ja. Ja, ich merke das schon. Hui! Ja, wir hatten mal ein bisschen wenig. Rattenplage haben wir auch gehabt, anscheinend. Ja, ja, die eine Ratte da. Nee, aber wie gesagt, also im Endeffekt wäre das dann halt eher so ein Roller, der halt. So ein etwas älterer. Wir würden ihn auch günstig irgendwo schießen. Der soll halt noch vernünftig fahren, ne? Also so einen günstigen Roller kriegst du hier 200, 300 Euro. Ja, gebraucht. Feuerteufel? Ja. Feuerteufel Seth. Ja, ja. Oh, Seth will ja. Ist nicht so schlimm, kannst du laufen lassen. Okay, wir lassen niederbrennen hier. Ja, die Leute werden gleich automatisch anfangen, die Dinger zu löschen. Eigentlich ist das harmlos, solange da immer regelmäßig jemand hingeht. Also, wenn das in der Heimatzone ist. Mhm. Habe ich ja den erstmal beleidigt dann. Ja, komm mal kurz rein beleidigen, wenn er hier alles anzündet, ne? Na klar, kommt da ein Katapult drauf, Herre. Natürlich. Na klar. Sind ja auch noch im Mittelalter. Richtig. Können wir die belagern hier, die Burgen in Thailand. Mhm. Mit unserem treuen Stahlrost dann. Wusste ich's doch, ja, ja. So, ist es mal wieder gut? Ja, Seth hat sich wieder beruhigt, Gott sei Dank. Ja, aber das Feuer halt. Aber wie gesagt, das ist halt eigentlich harmlos. Solange er nicht irgendein Bauteil oder irgendeinen Holzraum hier, solange er nicht rumkokelt im Da geht's auch. Solange die Räume groß genug sind. Beste ist halt einfach, wenn du irgendwas im Raum hast, die Tür anklicken und die Tür offen halten. Anklicken. Sobald dann die Leute zum Löschen reingehen, kann die Temperatur halt raus. Ja, stimmt. Der grandiose Entwurf. Das ist halt wieder so ein Riesendenkmal, ne? Eine meisterliche Minigun. Nee, brauchen wir nicht, Coop. Nee, ne? Nein. 770 und irgendwie 6, nochmal knapp 700 Steine. 1400 Steine oder was? Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd jetzt hier. Was soll das? Mach das jetzt weg. So. Ich finde, auf dem Beiwagen muss ein Wasserwerfer, den wir per Chat steuern können. Was sollte denn da auch schief laufen? Was soll denn da noch schief gehen? Das ist eine gute Idee, TCB. Lass das so machen. Ich glaube, wir schaffen keine 5 Kilometer. Wir werden des Landes verwiesen. Ja. Und zwar ruckzuck. Kriegen wir Thailand-Verbot. Richtig. Danke, TCP. Vom Kran kannst du es machen, ja. Mhm. Alles andere würde ja auch keinen Sinn ergeben. Wozu wäre sonst ein Beiwagerl gut? Ja, für den Beifahrer, ne? TCP, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber bist du schon mal länger als eine Stunde auf dem Roller hinten drauf gesessen? Oh, merkt man, ne? Ne, wenn du so eine schmale Sitzfläche hast und du hast ja schon, also ich habe schon so einen europäischen Poppes. Ne? Der ist da jetzt auch nicht gerade schmal. Das Thailand-Verbot ist das übergeordnete Ziel. Ich glaube auch langsam, Onikami, ja? DJ Umwab Sabishi. Oh. Indem er über seine Bergbaukompetenzen redete. Sabishi, gefiel das? Sie ist mit DJ zusammen. Oh. Sabi hat anscheinend ganz schön schnell ihren Ex-Mann Hamburger Jungen. Das ist doch schon super lange her. Die paar Tage, noch nicht mal einen Monat hier in Rimworld. Jahre her. Nee, aber wie gesagt, also so, nee. Ihr könnt gucken, Alter, Thailand ist super interessant. Mhm. Dachte, Sabi mag nur Kaffee. Ja, und DJ. Und DJs mag Sabi auch. Ja. Draus vorbei, genau. Sabi, irgendwann muss man halt auch mal. Es geht weiter, Sabi. Ja, es geht weiter. Sabi hat ein neues Kapitel ihres Lebens aufgeschlagen gerade. Und in diesem steht als erster Name DJ drin. Morga, glaub mal, mein Hintern frisst deinen zum Frühstück und das nur einen Kaffee. Ey, es geht hier jetzt nicht darum, wer den größten Hintern hat, ne? Wir krönen hier nicht den König der Ärsche gerade. Nee, aber ganz ehrlich, so ein Beiwagen, der hat halt eine gute Fläche. Da kannst du eigentlich auch so einen Fernsehsessel hinsetzen. Der Beifahrer muss ja immer relaxen, damit der Fahrer fahren kann. Dann kann man sich immer abwechseln. Genau, wir können es da richtig bequem machen. Auch. Ne? Und außerdem halten wir uns natürlich auch an die Regeln, dass halt nur der Beifahrer darf halt Chat lesen. Ne?
Das ist auch wichtig. Mhm. Du kannst nicht alleine Roller fahren und nicht lesen. Ist vielleicht nur was Freundschaftliches? Ja, vielleicht. Ne? Ich meine, die schlafen noch in einem Bett. Mal gucken, ob das da so ruhig bleibt. Ja, ich prüfe das mal eben. Noch wurde hier nicht gesext. Nee, noch ist es freundschaftlich. Ja. Sie liebt den Deej. Oh Gott, so Dirk. So Dirk, ich bin 10.000 Kilometer weiter weggeflogen, um das nicht mehr hören zu müssen. Ich komme vom Land, glaube ich. Ich habe die Schnauze voll von dem Deej. Ich merke schon, da ihr nur mit Moped und Beiwagen fahrt, sind Backseat-Gamer wohl nicht erwünscht. Also, doch, könnt ihr schon. Könnt ihr ja sagen, fahr mal da lang, macht mal hier, guck mal. Los, blank ziehen und vergleichen, hilft ja nichts. Nee. Wir wollen hier auch noch ein bisschen streamen, ne? Danny? Nee, nicht. Ah, das wäre halt geil, wenn wir da noch. Man kann da ja super viel Schnickschnack auch einbauen, ne? Man kann ja auch noch so sagen, hey, wo wir gerade sind und sowas. Alles. Ja. Alles, guck, wir können da alles machen. Der Beifahrer hat alles. Ich habe ja noch den Laptop, das können wir alles implementieren. Das können wir alles verwenden. Müssen wir noch gucken, dass wir so einen großen Akku oder was kriegen, ne? Ja. Ja, wir müssen einen Akku haben. Dach auf jeden Fall. Also ein Akku, wir holen uns zwei Autobatterien. So, aber natürlich. Ja, wir müssen nur. Ja, natürlich. Du musst ja nur davor. Das ist aber auch nicht so einfach, ne? Da kannst du nicht einfach was anschließen dann. Da muss ja gucken, dass wir einen Wechsler haben und so, ne? Ja. Genau. Die kannst du auch einfach so kaufen. Ja, muss man gucken. Ne? Also ich glaube, das wäre das Einfachste zu machen. Der da umwechselt. Nicht, dass da gleich Strom rauskommt. Tuk Tuk Incoming, ja, so in der Art, Exposer. Moin erstmal. Hallo. Stimmt, Mock, ja. Hast du an alles gedacht, ne? Ja, also. Und da so unterm Sitz oder was, ne? Ja, also definitiv müssen wir, also alles, was da ist, also ich stelle mir das so vor, dass wir da eine Holzkiste hinmachen. Mhm. In der Holzkiste kommen auf jeden Fall die beiden Batterien rein. Die Holzkiste ist wasserdicht. Mhm. Und der Wechsler. Wie nennt man das? Trafo? Irgendwie halt irgendwas, was den Strom höher dreht oder so. Oh, da wurde gerade geprügelt übrigens. Was? Wo wurde geprügelt? Neokratos hat sich geprügelt. Ja. Was da passiert? Moment. Die Fledermaus bezeichnete Neokratos als Unhold. Das hat Neokratos richtig wütend gemacht und er schlug zu. Und dann wurde er direkt umgehauen von Fledi. Mit seinem Uranhammer, natürlich. Da wäre ich auch mutig, wenn ich sowas in der Tasche stecken habe. Nehmt doch gleich einen Wohnwagen? Nee. Wechselrichter, Mocker. Ah, Wechselrichter. Alles klar. Aber wie gesagt, sowas gibt es aber auch zu kaufen. Und dann hast du halt den großen Vorteil, du holst dir ein Ladegerät für Autobatterien. Und wenn du nach der Tour kannst du einfach die Batterien einfach laden. Das stimmt. Und dann sind die wieder gut. Das ist halt perfekt. Also das ist für mich das Einfachste. Mhm. Aber es gibt noch so Powerbank oder was, haben wir auch noch bei. Aber es gibt mit Sicherheit auch fertige Akkusysteme. Aber die kosten dann halt auch, ne? Weil du musst da ja halt irgendwie Industrieleistung so ein bisschen rauskriegen. Da muss ja ein bisschen was hinter sein. Da kannst du nicht irgendwelche Powerbanks nehmen. Und nee, Laptop laden. Oder wir holen uns einfach eine vernünftige USV, die wir uns sowieso holen wollen und haben danach noch einen Einsatzzweck dafür. Eine vernünftige USV ist nämlich auch nichts anderes als ein Akku mit Wechselrichter schon eingebaut sogar. Die laden wir dann einmal voll und dann kann so ein Ding auch ordentlich durchhalten, wenn da nicht zu viel Last dran hängt. Da ist ja nicht viel dran. Nee, genau. Deswegen. Soll ich im Beiwagen aber noch eine Lichtmaschine anbauen? Genau, eine ordentliche USV, die können wir dann danach nämlich hier auch benutzen. Aha. Für die Flackerei manchmal. Ja, aber USV ist auch, ich weiß. Ist nicht super teuer. Nee? Von bis. Du kannst ja gut, je nachdem, 5.000 für eine USV ausgeben, du kannst auch 50 für eine USV ausgeben. Aber bei 50 hast du halt eine bessere Powerbank. Nur. Aha. Ja. Eigentlich eine gute Idee, ne? Finde ich auch. Fiel mir gerade so ein. Lithium-Ionen-Akku, dann kannst du dran ziehen, bis der Arzt kommt. Moped hat jahrelang Stromspeicher gebaut und entwickelt. Krass. Ey, wir haben hier zu allen Themen haben wir hier die krassesten Fachleute. Deswegen, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Und das meiste? Genau, können wir mit euch dann auch zusammen ein bisschen planen. Natürlich. Wenn das denn mal akuter wird, sag ich mal. Ja. Wichtig ist natürlich erstmal eine Zeichnung vom Beiwagen muss ich haben. Natürlich. Also zum Meister selber. Du musst den Innenraum wissen, damit du für alles einfach. Für die Holzkiste und so weiter. Nee, eine USV mit 2000 Watt sollte euch reichen, oder? Wissen wir halt nicht. Wir müssen das durchrechnen dann. Ja, genau. Also, einfach mehr Versteckdose dran und die kann man dann auch irgendwo an der Kiste dann irgendwo verschrauben. Dann haben wir da so eine Steckdosenleiste richtig dran. Ganz normal, brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen. Ja, die Sache ist da dann aber. Gavi plant schon mal die Bierzapfanlage, natürlich. Die Sache ist die, wir müssen uns erstmal Gedanken machen, in welcher Art und Weise wir die Übertragung machen. Idealerweise, in einer perfekten Welt, hätten wir einen IRL-Rucksack, den wir kombinieren können. Den IRL-Rucksack, der die ganze Streaming-Sache übernimmt, der dann mit dem Beiwagen mitkommt. Und diese Kamera, von dem habe ich ja auch gesehen bei Dizzy und so weiter, die ist ja mit so einem langen Kabel teilweise.
Ja. Und die ist dann die Kamera, die uns zeigt. Und die andere ist fest installiert irgendwo. Genau, genau, im hinteren Bereich. Und wenn man dann irgendwann rausgeht und sagt, okay, jetzt sind wir an unserem Ort angekommen, nimmst du den Rucksack, stellst die Kamera da wieder hin, ohne Streamerbruch, nimmst du ihn einfach mit. Ja, ja, das wäre natürlich das geil. Das wäre in einer perfekten Welt. Genau, Kaffee-Vollautomat muss auch rauf für Sabi, na klar. Aber wie gesagt, also da hat das aber auch diese ganzen Berechnungen zu, wie lange man streamen möchte und so weiter, das können wir, da können wir auch Dizzy fragen. Da sagen wir Nils einmal Bescheid, weil der hat Akkusysteme in seinem Rucksack drin. Na klar hat er die. Ja, genau. Hat also er ja auch so eine krasse Powerbank. Ja, und er hat auch 50.000 mAh da drauf. Also so und so lange, das reicht ungefähr für 6 bis 8 Stunden Stream. Und dann müssen wir halt entscheiden, inwiefern wir damit klarkommen. Ja, und entsprechend kann man das Ding auch dann wieder im Hotel, wo wir dann übernachten oder so, kann man das auch wieder laden. Ja, klar. Das ist halt auch sehr, sehr nice. Ja. Dann über Nacht. So. Das ist auch schon fertig. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt, Leute. Wenn es denn dazu kommt. Genau, mit Empfang und sowas. Man kann sich auch Mock. Einfachste Möglichkeit wäre, also jetzt nicht, wenn wir jetzt sagen, wir bis zu dem Zeitpunkt keinen Streaming-Rucksack haben, weil sowas halt auch ein bisschen teurer ist, ne? Ja, klar. Die ganzen Komponenten. Ja, wir können alles es auch teuer. Nur, wir können es auch nur diesen Router holen mit dem SIM. Der hat einen RJ45-Anschluss und den schließen dann deinen Laptop an und streamen von deinem Laptop. Ist das Gleiche. Habe ich auch schon überlegt, aber mein Laptop saugt uns den Strom so weg. Es kommt drauf an. Also, ey, der saugt zu viel. Das ist halt ein absoluter Gaming-Laptop. Ja, es kommt halt drauf an. Genau, aber wenn die Grafikkarte gar nicht aktiv ist oder so, dann schaltet das Ding meist ein bisschen runter. Und wieso ist denn USV die Büchse der Pandora-Exposa? Hast du da gute oder schlechte Erfahrungen mitgemacht? Ich höre schlechte raus. Wieso das denn? I don't know. Genau, Undervolting geht natürlich auch. Aber der muss ja auch eine vernünftige Leistung haben, dass dann auch vernünftig gestreamt, der Stream encoded wird. Vernünftig natürlich. Ne? Einfach vollen Stromsparmodus mit dem Laptop. Ja, der ist halt auch ein bisschen älter schon. Ne? Der ist halt auch schon ein bisschen älter. Müssen wir mal gucken. Ich mache mir das nicht so viel Kopf wie Mock. Der läuft halt nicht auf voller Leistung dann. Ne? Die Grafikkarte zieht halt mit am meisten. Da ist halt eine, boah, damals noch eine, was ist da drin? Eine GTX 980M. 980M. Und die braucht halt nicht laufen, während nur der Stream encoded wird und quasi Windows im Vordergrund ist. Oder halt OBS nur, ne? Ja, vielleicht, ne? Wenn ein neuer Laptop mit AMD der neuen Generation schon helfen beim Stromsparen. Ja, ja. Wir versuchen natürlich erstmal das möglichst Beste aus dem rauszuholen, was wir schon haben, natürlich, ne? Alles andere wäre unnötig, weil einen neuen Laptop brauchen wir dann zu keinem anderen Zweck als genau diesen Zweck. Also neuer Laptop ist keine Option. Nee, eher dann Streaming-Rucksack. Mhm, genau. Also wenn wir irgendeine Neuanschaffung, dann Streaming-Rucksack. Genau. FK Nils, moin moin, hi. Grüß dich, hallo. Erstmal nur ein Laptop, natürlich nur bei Alternate. Das ist ständig nur bei Alternate. Da gibt's doch keinen vernünftigen anderen Ladenmachblatt. Wollte ich gerade sagen. wir haben hier ein Problem. Oh, Maschweed, warte mal. Habe ich schon mal was, habe ich glaube ich schon mal gesehen. Ich habe einen Link zu einem 1440p 120 FPS Teststream VOD auf Twitch mit AV1 Codec. 8000er Bitrate. Krasses Bild. Wollen wir mal kurz reingucken? Ey, chill doch mal. Hey, Maschi, kannst du uns den mal whisperen? Ja. Weil in Chatposten geht er da nicht. Das wäre sehr nett, ja. Donation Goal, Hust, nee, Schutto. Also machen wir nicht. Nee. Nein. Nee, haben wir nie und planen wir nie. Genau. Wir sagen niemals nie, weil man weiß halt nicht, aber nee. Nicht, wenn wir das verhindern können. Richtig. Danke dir, Maschwil, danke dir. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Mal kurz Pause und dann mal ganz kurz.